Ich setze ein Implantat bei meiner eigenen Frau. Warum es bei ihr ganz besonders schwierig ist und wie es dazu kam, erfährst du in dieser extrem coolen Folge Implantalk. Let's go! So, herzlich willkommen zu Teil 2. Ich setze ein Zahnimplantat live bei meiner eigenen Frau und mache gleichzeitig auch noch einen Knochenaufbau. Also, ganz kurz, bevor wir in die Live-OP gehen, einmal was zu der Geschichte dieses ganzen Zahnes und mit dem drumherum. Die OP heute wird nicht einfach, weil Kati hat schon ein Implantat davor, also an der Position 2,6. Und wir müssen heute an der Position 2,7 ein Implantat setzen, wo auch schon ein Sinuslift gemacht wurde. Das heißt, es könnte sein, dass wir auf vernarbtes Material treffen, dass wir nicht so leicht einfach die Sinusmembran abpräparieren können. Wir werden es trotzdem zeigen. Und was ganz, ganz wichtig ist, Kati hat an dieser Stelle auch an dem Zahn eine apikale Entzündung gehabt. Das heißt, es kann sein, dass der Knochen nicht so gut ausgeheilt ist. Das werden wir gleich sehen. Alles ungeschönt und live. Und ja, wenn ihr Fragen zu der ganzen OP habt, schreibt es unten in die Kommentare. Der Alex wird euch jetzt aber auch gleichzeitig auch mal nochmal das 3D-Bild überblenden, wie wir sozusagen den Zahn mit der Entzündung gesehen haben. Und dann zeigen wir euch nochmal das Röntgenbild in der Überblendung, wie es jetzt aussieht, ungefähr 3 Monate nach dem Ziehen des Zahnes, sodass ihr ein bisschen so eine Vorstellung davon bekommt, wie es gerade aussieht. Und dann zeigen wir euch am Ende natürlich nochmal das Röntgenbild vom Implantat mit dem Sinuslift. Und dann machen wir vielleicht, wenn Kati gleich wach ist, nochmal ein kleines Sum-up. Also, let's go. So, mit mir im OP ist die liebe Mandy. Und sie wird dafür sorgen, dass wir gut sehen. Und jetzt kommt am Anfang ein sogenannter Dehnhart rein. Das ist ein Abhalter, der dafür sorgt, weil Kati ja so ein bisschen schläft, dass sie nicht aktiv selber aufmachen muss. Das heißt, wir helfen ein bisschen. Schatz, machst du einmal auf, bitte. Super. Wir helfen mal so ein bisschen mit. So. Gut. Ja, ein bisschen mehr noch. Ja. Mal gucken, dass wir nichts einklemmen. Okay, so ist gut. Okay. So, jetzt wird es vom Gucken her wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber vielleicht schafft Alex trotzdem einmal die Situation darzustellen, wie es hier aussieht. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch nicht die ganze Live-OP zeigen können. Wir zeigen euch immer mal wieder Zwischensteps, würde ich sagen. Ne? Also so sieht das Ganze momentan aus. Und jetzt machen wir hier im Prinzip einen Schnitt. Ja, jetzt muss ich mich einmal hier rüber beugen, leider. Okay, ich muss jetzt mit meinem Kopf einmal hier hin. Und jetzt kommt hier eine kleine Entlastung, damit wir gleich auch den äußeren Knochen sehen können. So, dann gucken wir wahrscheinlich, wenn wir gleich hinten auch noch eine Entlastung brauchen. Aber wir versuchen jetzt erstmal, das Ganze so gut es geht abzupräparieren. So, Schatz, das drückt jetzt einmal. Nicht erschrecken, okay, tut sie nicht. Jetzt sieht man natürlich auch schon hier, dass hier teilweise auch das Knochenersatzmaterial schon zu sehen ist, das Umgebaute teilweise auch. Ja, da sieht man das ganz gut, oder? Kann man es sehen? Ja. Da? Dieses helle, das ist das eingebaute Knochenersatzmaterial. Also ist eigentlich gut eingeheilt alles. Und jetzt sieht man hier auch schon sofort, weiß ich nicht, ob man das sieht, einen ziemlichen Kater, ne? Nach unten hin. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr Licht machen nach dahin. Ja, ich mache das mal ein bisschen mehr auf und dann zeigen wir euch das gleich mal, wenn es ein bisschen offen ist. Also wir müssen jetzt hier noch eine Entlastung machen, da. Oh, krass, wie das abgeheilt ist. Ne? Guck mal, wie viel Knochen hier gewachsen ist. So, hier sehen wir jetzt wirklich den äußeren Knochen. Und jetzt werden wir hier das Sinusfenster anlegen. Ne?
Okay. So. Das sieht schon ganz gut aus. Wir machen jetzt mal hier so ein bisschen diese Unebenheiten weg. Und jetzt werden wir uns hier außen ein Fenster anlegen. Super. Alles gut, Schatz. Alles gut, wir saugen das Wasser ab. So, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen grob das Ganze freigelegt. Jetzt gehen wir auf den feineren Diamanten, damit wir nicht später die Membran kaputt machen. So. Prima machst du das, Schatz. Ist auch sehr hart hier, weil das ist natürlich umgebauter Knochen. Wir machen jetzt hier nochmal so eine Probebohrung und gucken, ob wir vielleicht sogar ohne Sinuslift hinkommen, indem wir einfach jetzt hier so ein bisschen in die Richtung bohren. Ja, könnte sogar klappen. Guck mal, falsch sortiert jetzt genau. Ja. So, jetzt testen wir mal einmal, ob ich hier durchfalle. Und tue ich nicht. Also werden wir jetzt hier sicherlich dann keinen neuen Sinus machen, sondern bohren jetzt hier einfach den. Auch richtig krass durchblutet, ne? Hilft mal noch mal ein bisschen mit. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dann keinen neuen Sinuslift zu machen, weil es ist noch Knochen hinter dem letzten Implantat da. Setzen dafür ein kurzes Implantat und ein sehr breites für die neue Versorgung. Okay, jetzt testen wir das Ganze nochmal hier. Hier ist auf jeden Fall noch Boden, da auch. Das ist wirklich nur ganz das letzte Stück, also das 5x8 sollte gut gehen. Also wir kompensieren jetzt so ein bisschen Höhe mit Durchmesser, weil Durchmesserbreite ist sehr viel da. Ich hätte gerne ein 5,5 x 8 mm Implantat. Und außerdem ist es deutlich minimalinvasiver. So, also dann kommt jetzt das Implantat rein. Du kannst es ja mal filmen. Das ist ein sehr, sehr breites Implantat, aber relativ kurz. So. Jetzt helfe ich noch mal ein bisschen mit, Schatz. Ja. Oh, okay. So, jetzt drehen wir es in der Tat rein. Wirklich gut, ne? Ja, Höhe passt schon so. Kann man es sehen? Ich hoffe es. So, jetzt kommt mal die Deckschraube drauf. So, da könnt ihr es ganz gut sehen. Da sitzt unser Implantat. So, also wir nehmen jetzt schon zu. Das wird jetzt einfach mit einer monofilen Naht gemacht. Und dann war das Ganze doch eigentlich noch relativ einfach. Das heißt, hier wird jetzt einmal der Verschluss gemacht. Wir zeigen euch das gleich noch mal einmal am Ende, wenn es wieder zu ist, ne? So sieht das Ganze jetzt vernäht aus und dann zeigen wir euch gleich das Röntgenbild
Siehst du das da unten nicht? Siehst du das da unten nicht? Ja. Vielleicht kann ich euch einmal über den Spiegel auch zeigen. So. Super. Genau. So, erstens kommt es immer anders und zweitens, als man denkt. Wir haben jetzt uns gegen einen Sinuslift entschieden bei der Kati, weil ich gemerkt habe, dass hinter dem bestehenden Implantat noch relativ viel Knochen war. Und beim Fräsen außen am Fenster auch gemerkt habe, dass dort sehr, sehr hartes Material war und dass es wahrscheinlich ziemlich schwierig werden würde, die Sinusmembran abzupräparieren. Also haben wir uns dafür entschieden, ein etwas kürzeres Implantat zu setzen, aber dafür ein sehr breites. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also es hat sogar sehr gut geklappt. Wir haben ein 5,5 x 8 mm Implantat gesetzt und das schauen wir uns auch gleich im Röntgenbild an. Und dann gucken wir mal, ob wir Kati noch für ein paar Worte kriegen. Kann ich nicht versprechen, ist halt live. Falls nicht, sehen wir uns gleich nochmal am Röntgenbild. Und ansonsten, wenn du Fragen zu der OP hast oder zu allen anderen Dingen rund um die Zahnmedizin oder die Implantologie, dann kannst du das unten in den Kommentaren machen, auch wenn du Fragen an Kati hast. Sie liest sicherlich unter diesem Video mit. Und wir werden dann eventuell später auch noch die Versorgung der Implantatkrone, also die Implantatkrone zeigen, wenn wir das Ganze versorgen. Das allerdings dann erst in ungefähr 4 bis 5 Monaten. Ansonsten hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat, dass du was gelernt hast. Und ja, ansonsten sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge Implantalk. Aber gleich nochmal einfach kurz das Röntgenbild. Und ansonsten sage ich schon mal tschüss und bis bald. So, also jetzt bin ich doch nochmal zu sehen. Das ist unser Röntgenbild, das postoperative. Ich zoome einmal ran. So, hier sieht man das alte Implantat, hier sieht man den Sinuslift und dann sieht man, dass wir den Knochen hier noch schön mitgenommen haben. Und ihr seht, das Implantat ist zwar kürzer, aber deutlich breiter als das dahinter und hat damit auch eine ausreichend große Fläche, um dann später hier einen Zahn aufzunehmen. Wir werden trotzdem etwas länger warten mit der Einheilphase aus Sicherheitsgründen, weil so wichtig ist es nicht. Es ist der 7er, das ist ein Zahn, auf den man kurzfristig eben auch verzichten kann. Ja, und ich würde sagen, ich habe mich schon verabschiedet. In dem Sinne, jetzt habt ihr auch das Endergebnis gesehen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge im Implantalk, oder? Bis dann, euer Dr. Helker. Ciao.